Hallo und willkommen bei Chris Koi und Gartenblog. Im heutigen Video dreht es sich um Paula. Vielleicht habt ihr die letzten Videos schon verfolgt. Und leider habe ich keine guten Nachrichten. Heute wird das letzte Video bezüglich Paula sein. Als erstes werde ich kurz erzählen, wie die Untersuchung beim Tierarzt verlaufen ist und was Paula schließlich krank gemacht hat. Anschließend werde ich noch ein paar Bilder zeigen, wie sich Paula so über die letzten Jahre entwickelt hat. So, zur Untersuchung. Vor 2 Tagen war der Tierarzt da und hat einen Frühjahrscheck durchgeführt. Dabei wurde Paula herausgefangen und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Veränderung am Bauch nicht auf Laich oder Sonstiges zurückzuführen war. Es war eindeutig ein Tumor. Es hat sich dadurch gezeigt, dass der Bauch extrem schwabbelig war. Und dann haben wir den Bauch angestochen und mit einer relativ dicken Nadel. Und es ist sofort Blut ausgetreten. Das heißt, der ganze Bauchraum war mit Blut gefüllt. Und ich schätze, ungefähr einen halben Liter bis einen Liter ist dann durch die Nadel herausgeflossen. Da war dann schon klar, dass es keine Heilung gibt. Deswegen haben wir Paula dann eingeschläfert. Da es mich interessiert hat, wie der Tumor aussah, haben wir dann beschlossen, Paula aufzumachen. Ich werde dann auch Bilder von dem Tumor und von sonstigen Dingen, die in Paula gewuchert sind, zeigen. Wer solche Bilder nicht gut verträgt, der sollte dann das Video bitte abschalten oder ans Ende springen, wo ich dann Paula, die Entwicklung von Paula zeige. Nach dem Öffnen des Bauchraums haben wir dann zuerst stark veränderte Organe gefunden. Alles war ziemlich stark vernarbt. Man konnte gar nicht mehr so genau sagen, welche Organe jetzt was war. Es war noch etwas Fett vorhanden. Und ja, nachdem nochmal ziemlich viel Blut ausgetreten ist, haben wir dann den Tumor gefunden. Er war etwas kleiner als eine Faust. Und des Weiteren haben wir, ich weiß nicht genau, was es ist, wahrscheinlich ein Stück Tumor, um das sich Hautgewebe oder sonstiges Gewebe gebildet hat, das dann sich mit Wasser gefüllt hat, gefunden. Und ja, nachdem das ganze Blut und der Tumor aus dem Bauchraum entfernt war, war quasi nichts mehr vom Bauch übrig. Man sieht es auch ganz gut an den Bildern, die ich einblende, denke ich. Und ja, im Prinzip hat sich der Tumor von Paula ernährt und ja, die Muskelmasse und alles war schon ziemlich degeneriert. Sie hat das wahrscheinlich auch nicht mehr lang überlebt. Sonstig hat der Abstrich von der Haut und von den Kiemen sehr viele Kiemenwürmer gezeigt. Das Ganze ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sie extrem geschwächt war und sich dann die Würmer stark vermehrt haben. Im Prinzip hat es wahrscheinlich dann auch auf den anderen Bestand schon ausgestrahlt und wenn man nicht reagiert hätte, dann wäre wahrscheinlich noch ein Kostja, hätte ein Kostja noch Paula befallen und der ganze Bestand wäre gefährdet worden. So, nachdem Paula jetzt raus ist, merkt man auch schon, dass die restlichen Fische sich wieder oder noch aktiver verhalten. Ich werde jetzt dann dennoch eine Wurmbehandlung durchführen. Und ja, hoffe dann, dass der restliche Bestand komplett außer Gefahr ist. So, das war's zum Thema Paula. Leider kein Happy End, aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Euer Chris von Chris Koi und Gartenblog. Ciao.